Welt 3-2 wartet auf uns und es sind Shy Guys mit Speeren unterwegs. Die finde ich ziemlich scheiße, aber wir werden sie killen. Lanzenlambada. So, da verreckt mir gleich die Stimme. Ja, da sind sie auch schon. Und die haben natürlich eine Besonderheit, die kann man von vorne nicht schlucken. Denn sie haben ein Schild. Sie haben nicht nur Speere, sie haben auch ein Schild. Aber wenn wir die von hinten schlucken, dann ownen wir sie. Das ist auch die einzige Möglichkeit, die zu besiegen. Natürlich würden noch Eier helfen, das ist klar. Ich weiß auch gar nicht, wie es ist, wenn man das macht, wenn das vorne ist. Das weiß ich gerade gar nicht. Okay, genau sowas ist es halt daneben. Das muss ich bei dem anderen testen. Nachdem ich das nämlich in die... Ach, wir können die auch einfach auslassen. So zum Beispiel. Und zack. Ja, das wehren die auch ab. Aber von hinten würden sie es nicht tun. Also das verhält sich da... Daher verhält sich das Ei gleich dem... Ja. Dem Schlucken halt. Ne? Weißt du Bescheid. Und das ist ein interessanter Block, den haben wir so auch noch nicht gesehen. Was hat der jetzt bewirkt? Gar nichts. Ja, und die, wenn wir die aktivieren, dann werden die halt so eine Art Plattform. Die helfen uns, dass wir über die Typen drüber kommen. Aber es hilft alles nichts, da wir ja dummerweise die roten Münzen brauchen. Und da ist eine. Wir hätten die jetzt auch einfach durch Schüsse holen können. Aber, naja, machen wir es einfach mal gescheit. So, da unten ist ein Secret. Das sieht man immer ganz gut, weil halt so ein bisschen mit Ebene. Warum ist es nicht gerade, denkt man sich halt. Und deswegen findet man solche Secrets in der... Oh, Bello, ey. Obwohl, es ist, muss noch nicht mal heißen, dass es unbedingt Bello ist. So, der Hund, ja, der hilft uns hier quasi durch. Geht mit Hund definitiv schneller als ohne. Und bringt auch nichts außer Münzen. Also, das war jetzt kein notwendiges Secret. Außer, dass du komplett woanders rauskommst. Was nicht unbedingt gut ist. Wir müssen zwar da hoch... Aber, ich muss erstmal schauen, ob ich da nicht irgendwas übersehen habe noch. Da geht es dann nämlich eigentlich schon mal so mit los, dass hier eine Blume ist. Also wir hätten durch dieses Secret hätten wir was übersprungen, was uns für die 100% dann gefehlt hätte. Und das ist natürlich gar nicht gut. So, das ist scheiße, dass er wiederkommt, aber... Achso. Und ich habe einen Schlüssel. Wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Wann habe ich denn den Schlüssel aufgenommen? Okay, keine Ahnung. Vielleicht, ach, was weiß ich. So, viel wichtiger ist, dass ich da jetzt noch oben komme. Denn hier sind 4 rote Münzen insgesamt. So, und jetzt muss man den hier irgendwie aktivieren. Aber ohne dann runterzufallen. Boah. Puh, Glück gehabt. Gerade noch auf dem Ding gelandet. So, und jetzt da drauf und dann hier. Alles klar, das ging schon mal gut. Die nächste Blume ist auch gesichert. Ja gut, da unten ein Checkpoint gewesen, also allzu dramatisch wäre es wahrscheinlich gar nicht gewesen. So, jetzt schnell. Ah, verdammt. Mich würde ja mal interessieren, dass wir die auch noch ganz kurz ausprobieren. Was ist, wenn ich einen von denen schlucke und dann auf sie werfe? Okay, das interessiert den auch nicht. Können sie auch einfach runterschieben. So, erstmal den da, weil das gibt so dies und jenes halt. Aber das hier... Aktiviert jetzt! Ah, ja, 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 ja. Oh, scheiße, scheiße. Kann ich noch drücken? Kann ich noch drücken? Nein, dann kann ich nicht mehr. Oh, miese Geschichte. Miese Geschichte. Hallo. Boah, wo ist er denn? Hallo. Komm runter, Mann. Alter, scheiße. Okay, das war knapp. Das war so nicht geplant. So, dann muss ich jetzt auch erstmal über den springen. Das ist halt das Gemeine an denen. Da muss immer... das sieht doch auch verdächtig aus, oder? Komm. Nein, nix. Das sah verdächtig aus. Hätte sein können. So, hier haben wir noch 2 rote Münzen. Da geht's nicht weiter. Der gibt uns hier keine Eier mehr. Haben wir schon alle. So, und was ist da? Das sieht auch schon wieder so verdächtig aus. Da drüben irgendwas ist hier. So ist es. Und sieh mal an, es sind rote Münzen. Gemein versteckt. Ah, und das geheime Spiel. Das geheime Minispiel. Ballonduell. Das dritte in diesem Let's Play. Haben wir endlich die Chance? Wo war jetzt X? Hier? Nein, das ist jetzt schon wieder verkackt. XB, ich muss mir das endlich mal merken. Also, X, zack, zack, zack. Ja, okay, läuft.
Ja, okay, wenn ich jetzt eine Kombination habe, die leicht ist, dann werde ich auch warten. Oh, die ist gar nicht mal so einfach. BXB? Okay. BX. B. So. A. Okay, die ist einfach. Oh, jetzt muss ich ihn rüberschicken. Der ist ja schon ganz schön groß, der Ballon. Aber den schafft er jetzt, ne? War klar. Fuck, jetzt muss eine leichte kommen. Oh, fuck. Ja! Oh, ich hab noch rübergeklickt. Komm, 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 Platz. Platz! Ja, ich hab's endlich mal geschafft. Was, die Belohnung ist ein One-Up? Ist das dein Ernst? Boah, fick dich doch. Okay, das ist lame. Egal, viel wichtiger ist, dass wir alle vier roten... Ich guck nur nochmal, nicht, dass da noch eine ist, aber das müsste man... Man müsste eigentlich durch die Blätter sehen können, ansonsten wäre es auch viel zu fies. Aber ein sehr gemeines Secret, auch wenn man halt... Also mittlerweile nach Welt 3 sollte man das Spiel so einigermaßen kennen, damit man weiß, was das Spiel für gemeine Sachen so geplant hat. Von daher... Scheiße, den muss ich unbedingt... Oh, jetzt wäre ich da fast reingesprungen. Dann mittlerweile kann man sich halt sowas einfach denken, dass in solchen Bereichen... Oh, scheiße! Oh, nicht runterfallen, nicht runterfallen! Warum? Warum? Was hab ich dir denn getan? Okay, ja, so geht das auch. Interessant. So, und jetzt beide mit dem Rücken zu mir. Gut. Die Eier aktiviere ich jetzt mal lieber nochmal. Ach, das... Ja. Achso, ich hab schon... Das ärgert mich jetzt schon ziemlich, muss ich jetzt mal sagen. Ach, da war eine Blume. Oh, jetzt haben wir natürlich die roten Münzen da unten auch noch nicht gesammelt. Boah, ist das arschig. Fuck, fuck. Uah. Oh Mann, ey, das ist ja echt räudig. Das heißt, ich hätte den Checkpoint natürlich erst danach aktivieren sollen. Ach, scheiße. Ja gut, dann müssen wir jetzt halt einfach schauen, dass wir das jetzt schaffen. Ohne, dass wir drauf gehen. Oh, 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 oh. Ja, haha. Oh, jetzt müssen wir natürlich da oben auch nochmal rein. Ja, das kann ich jetzt leider nicht ändern. Gut, das ist jetzt nicht so dramatisch gewesen. Hätte deutlich schlimmer sein können. Das ist mir auch bewusst. Aber es geht ums Prinzip. Das hätte man sich jetzt auch sparen können. So, hinein hier. Und ich spare mir jetzt auch das One-Up. Also wenn das wirklich nur ein One-Up gibt, dann ist das eh Quatsch. Holen wir halt jetzt schnell die vier roten Münzen. Und dann machen wir einfach weiter. Ausgerechnet bei den Kackbratzen hat es mir jetzt versaut. Wackelt er auch noch so frech mit dem Arsch, weißt du? Scheiße, 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 muss ich ihn erwischen? Okay. Okay, 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 alles gut, alles gut. Und jetzt bin ich einfach mal schlau und wollte ein Ei werfen. Vorsicht! Woo! Okay. Jetzt brauche ich auch tatsächlich ein Ei. Nein! Egal, mir fehlt eine rote Münze, kann das sein? Fuck. Sogar eine Blume! Was ist denn jetzt los? Kommst du rüber oder habe ich jetzt verkackt? Weiß eh nicht, ob man überhaupt noch was machen kann. Ob ich denn bitte eine rote Münze übersehen? Ach du Schande, glaubst du, ich habe jetzt Bock, nochmal den ganzen Weg da runter zu laufen? Oh Mann, wo habe ich denn schon wieder was übersehen? Moment mal, die Blume habe ich doch aktiviert. Ach nur, das aktiviert nur nochmal die Treppe. Dann muss ich jetzt schon wieder... Ich habe doch keine Ahnung. Natürlich. Den Scheiß habe ich auch erst nach dem Checkpoint gemacht. Böse. Das erklärt allerdings nicht, wo die rote Münze ist. Das erklärt die Blume, aber nicht die rote Münze. Scheiße. Wo habe ich denn hier noch eine rote Münze? Ich meine, das Level ist jetzt nicht so groß. Es ist auch eigentlich echt nicht schwer. Wo könnte hier noch eine rote Münze sein? Ich meine, wir sind hier gleich wieder am Anfang des Levels. Hier irgendwo ganz am Anfang? Nee. Das ist ja scheiße.
Ich sehe ja noch nicht einmal mehr normale Münzen, weißt du? Wofür sind die Dinge eigentlich? Du kannst mir doch erzählen, dass sie einfach nur dafür da sind, dass du die Typen da unten überspringen kannst. Und warum verwandelt der sich nicht in so ein gescheites Teil? Das kann doch nicht alles sein, das kannst du mir doch nicht erzählen. Das gibt's doch nicht. Hier muss doch irgendwo noch ein Secret sein. Das da unten hatten wir schon und da haben wir auch alles eingesammelt. Hier kann es natürlich auch nicht sein, weil da kommen ja nur Sterne raus. Keine Münzen oder so. Du, verpiss dich! Kann ich da vielleicht doch nochmal rein? Nee. Wo hab ich denn dann was übersehen? Ja, hier wird es ja wohl auch kaum sein. Hä? Das ist mir jetzt schon so ein bisschen suspekt. Wo könnte hier noch was sein? Hier muss... Irgendwo muss hier noch was versteckt sein. Weil ich meine, wie gesagt, sie ist ja selbst alles eigentlich gesehen von dem Level. Ist hier vielleicht irgendwie noch ein Secret oder so? Nee. Soweit ich das jetzt gesehen habe, nicht. Hier drin wohl auch nicht. Nein, da haben wir auch schon geguckt. Wo ist denn dann die letzte rote Münze? Die kann eigentlich nur noch mal im Secret sein. Hier ist die auch nicht. Den Fliegetyp hatten wir auch. Oder war einfach noch so ein Fliegertyp hier irgendwie? Oder ist da noch was? Nee. Das kann nicht sein, dann kann eigentlich nur irgendwo hier ein Shy Guy gewesen sein, der auf Zeit ist. Komm rüber, komm, komm, komm. Das Vieh kommt nicht. Drecksau. Ja, es wird mich irgendwie immer treffen, habe ich das Gefühl, oder? Ja, aber jetzt ist es auf der anderen Seite. Oh, dreckig. Ja, ich hab keine Ahnung. Dann werde ich jetzt mal Folgendes machen. Mal jetzt auf Folgendes. Einfach nur kurz aus Interesse. Wenn ich weiß, dass es so ist, dann ist gut. Ansonsten werde ich auf Ersuchen gehen. Hä? Was war denn das jetzt für ein Fake? Okay. Ich glaube nämlich, dass auf dem anderen Teil auch noch irgendwie ein Shy Guy war, der eine rote Münze hatte, die du auf Zeit abschießen musstest. Ich will nur wissen, ob das so ist. Ich meine, was anderes kann es nicht mehr sein. Es kann nicht. Keine andere. Kann nicht. So, jetzt pass auf. Wir fliegen jetzt einfach mal da drüber. Und hier kommt aber kein Shy Guy auf Zeit. Scheiße. Dann muss ich jetzt echt zugeben, bin ich überfragt. Ich werde gleich nochmal suchen gehen. Und ich hoffe, dass wir uns dann an der gewohnten, also nicht gewohnten, an dieser Stelle dann sehen werden. Dreckige Geschichte, sage ich euch. Ich habe den Scheiß nicht gefunden. Hatte keine andere Wahl, habe das Level nochmal beendet, habe es dann nochmal durchgemacht, um zu gucken. Und ich lag gar nicht so falsch mit dem Shy Guy, wo man schnell sein muss. Nur an einer vollkommen anderen Stelle im Level. Ultra, ultra arschig, sage ich euch. Also, ich nehme euch jetzt nochmal mit, weil das mache ich jetzt ganz fix hier. Und zwar laufe ich dann mal ganz schnell zu diesem Typen hin. Und zwar ist das tatsächlich hier. Schaut euch mal den an. Der ist ja wohl frech, oder? Und den hatten wir vorhin nicht. Den habe ich nicht gesehen, weil ich mich wahrscheinlich zu lange mit diesen Dingern da oben beschäftigt habe. Tja. Bittere Geschichte, aber ich kann es nicht ändern. So, machen wir doch mal eben noch ganz kurz so. Komm, zack. Blumen nehmen wir noch so mit. Jetzt habe ich schon den Schlüssel. Wo kommt denn der eigentlich immer her? Ach. Deswegen macht es bei dem einen Ding immer nur so plopp. Das ist der Schlüssel.
Okay, na dann können wir jetzt mal so mehr oder weniger kurz durchrennen, weil jetzt kenne ich das Level ja schon sehr gut. Weiß, was ich brauche. Bei dem soll ich trotzdem noch ein bisschen... So viel zum Thema, ich sollte bei dem... Nein! Nein, das darf doch nicht wahr sein! Ich glaub das nicht! Nein, ich glaub das nicht! Scheiße, jetzt muss ich auch noch da... Ach, weißt du was, Yoshi? Chill. Scheiß auf Mario, der kann eh nix. Kannst du gleich vor seiner Zukunft bewahren, so, ich mach das jetzt so, ich hab die Schnauze voll jetzt hier. So, wo ist er? Ah, Moment! Scheiß Vieh, ey. Kannst du mich hier ownen, oder was? Naja, gerade mit dir abgeholt, geownt, aber... Auf den Schlüssel scheiß ich jetzt, ich scheiß auch darauf, ich scheiß auf alles! So, komm. Das Einzige, worauf ich da jetzt nicht scheiße, ist, dass ich dich erstmal runterhau. Und dass ich da was reinschieß, weil sonst komme ich... Komme ich nicht weit mit meinen... Das gibt's doch nicht! Ach, weißt du was? Geht es auch noch anders? Ich glaube wahrscheinlich noch, wahrscheinlich nicht. Ah, Mann, ich wollte jetzt hier... Das kann doch nicht wahr sein! Scheiß doch wieder auf. Ich glaube, ich schaffe das sonst nicht. Ja, komm. Hammers, danke. Boah, bin ich froh, dass wir diese Vorspulfunktion haben, weil die würde mich ja sonst schon manchmal hier... Das kann doch nicht wahr sein! Warum nimmt er denn nicht mehr auf? Geht das nicht mehr, sobald er einmal an so... Okay. Den kann man doch killen? Wahrscheinlich auch nur über zwei Ecken dann. Hey, jetzt verarsch mich doch nicht! Der will mich verarschen. Ja, dass ich so nicht treffe, ist mir durchaus bewusst. Ach, dann schaue ich halt, dass ich das so schaffe jetzt. Dann wird es jetzt halt auch kein Speedrun, so wie ich mir das eigentlich habe vorgestellt, aber wurscht. Boah, jetzt muss ich den ganzen Scheiß auch noch alles aufnehmen, weil ich keine Eier mehr habe. Fantastisch. Oh! Jetzt bloß nicht verkacken. Ne? Schön concentrated. Oh oh, komm ich denn hoch? Immerhin. Ach, weißt du was? Ja, und ich hab doch eh wieder Items mit Sternen. Warum? Was mache ich da eigentlich für ein Gezähler? Unnötig! Ach, du kannst mich auch mal. Du warst aber eine Blume. Dich sollte ich auf jeden Fall aktivieren. So, dann hier. Jawohl, erwischt. Halt, da hinten waren auch zwei Münzen. Na, super, natürlich nicht gekriegt. Und rein ins Secret. Ja, das war jetzt ein bisschen sinnlos, aber... Eier verschießen. Passt schon. Nehmen wir mal lieber noch welche mit. So, und jetzt dürfen wir es nur bei dem Shy Guy jetzt nicht verkacken. Das muss jetzt schnell gehen. Zack. Okay, passt. Das ist nicht die letzte, das ist klar. Oh, komm. Geht's auf Nummer sicher. Und da ist es. Also, so, den erledigen wir damit auch noch. Jetzt haben wir natürlich nicht 100%, aber ich setze einfach den Scheiß ein. Haben 100% und Halleluja, ich kann das nächste Level aus Welt 3 beenden. Ganz offiziell. Juhu. Nein. Okay, was soll's. Juhu, wir haben's geschafft. Und da lacht jetzt gleich wieder das Herz. Meine Belohnung. Oh, wenn ich das nicht mindestens einmal in einem Part hören würde, dann würde ich, glaube ich, psychisch krank werden. So, 100. So muss es sein. Und wir können weiter ins nächste Level. Ja, das seht ihr im nächsten Part von Yoshi's Island.